Heute vor 112 Jahren startete das erste Autorennen in den USA, und zwar in Illinois. Über 54 Meilen ging es damals von Chicago nach Evanston, und auch wir starten jetzt durch. Hallo und herzlich willkommen zu OrgaTV. Heute solltet ihr wieder besonders gut aufpassen, denn es gibt wie immer was zu gewinnen. Heute könnt ihr einen Warengutschein von Bock und Salb hier auf dem Campus gewinnen, im Wert von 15 Euro. Jetzt geht es erstmal mit folgenden Themen durch die Sendung. Große Welt, ein Blick über den Tellerrand. Großer Kaffee, die Verleihung der goldenen Kaffeebohne. Großes Haus, neues Wohnprojekt in Saarbrücken. Große Umsätze, das Geld liegt auf dem Campus. Große Sieger, der Quizbus macht alle glücklich. Große Beratung, fit durch den Winter. So, spannende Themen heute wieder. Und jetzt geht es erst einmal ganz normal wie immer los mit den News. Die hat wie immer Michael Schuh für euch zusammengestellt. Die Dezemberausgabe des Politikmagazins Cicero wartet mit einer besonderen Aktion auf. Jedes der 160.000 gedruckten Hefte hat eine individuelle, einmalige Titelseite mit einem anderen Foto. Anlass sind die Bilder des Jahres 2007. Der Start von Handy-TV mit dem Standard DVB-H zur Fußball-Europameisterschaft 2008 droht sich zu verzögern. Die Konferenz der Landesmedienanstalten konnten noch keine Empfehlungsentscheidung für den Plattformbetreiber Mobile 3.0 treffen. Grund seien ungeklärte Rechtsverhältnisse und die Einbindung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. T-Mobile bietet Apples iPhone ab sofort auch ohne Vertragsbindung für 999 Euro an. Grund sind Klagen der Konkurrenten Vodafone und Debitel gegen die Exklusivkopplung des iPhones an einen T-Mobile-Vertrag. Vodafone testet einen neuen Dienst. Der Mobilfunkkonzern vergibt echte Telefonnummern für virtuelle Mobiltelefone im Second Life. Der Dienst Inside Out verbindet damit die echte und die virtuelle Realität auf bislang einmalige Art und Weise. Vodafone ermöglicht den Austausch von SMS und Anrufen zwischen beiden Welten. Das Social Network Facebook bekommt Ärger wegen seiner neuen Werbeform. Facebook schnüffelt das Online-Verhalten seiner Nutzer aus, informiert deren Freunde über Einkäufe und vermarktet die Daten direkt an Partner. Nun werfen einige Nutzer und Datenschützer dem Betreiber einen Angriff auf ihre Privatsphäre vor. Kaum ein Kindertag ging in den 70ern und 80ern ohne eine Stippvisite bei Ernie und Bert zu Ende. Aber die Erwachsenen ahnten nicht, welcher Gefahr sie ihre Sprösslinge dabei aussetzen. Zwei Puppen, die in einer Sutterer-Wohnung hausen, oder ein grünes Monster mit schwersten Depressionen, dessen einzige Textzeile Kekse ist. Das sei zu viel für die Kinder von heute, beschieden die Verantwortlichen und pappten ein Warnschild auf die DVD: Diese Episoden sind nur für Erwachsene bestimmt. Handytarife, Versicherungsverträge oder Bahntickets verkauft Schibo schon lange. Seit kurzem hat der Kaffeeröster etwas ganz Neues im Angebot. Ein BWL-Studium an der privaten Fachhochschule Göttingen. Wer sich bis zum Jahresende an der Uni einschreibt, zahlt monatlich 50 Euro weniger und spart zudem die einmalige Aufnahmegebühr von 650 Euro. 20 Jahre Erasmus-Programm bedeutet 20 Jahre Mobilität und Austausch für Studentinnen und Studenten in Europa. Zu diesem Geburtstag wird am morgigen Donnerstag um 18 Uhr eine Feierstunde mit Vorträgen und einem interessanten Rahmenprogramm in der Uni-Aula veranstaltet. Alle Interessenten sind hierzu herzlich eingeladen. 20 Jahre Erasmus also und kein bisschen leise. Rund 25.000 deutsche Studenten werden jedes Jahr mit dem Austauschprogramm der EU ins europäische Ausland geschickt. Auf der Erasmus-Homepage steht dazu: Diese Maßnahme soll die Studierenden in die Lage versetzen, in anderen europäischen Staaten Erfahrungen zu sammeln und deren Studienangebote sprachlich
kulturell und fachlich zu nutzen. Dabei erhalten die Studenten eine Art Stipendium und im Monat bis zu 200 Euro Unterstützung. Auch Studenten aus Saarbrücken nehmen diese Chance wahr. Es zieht sie zum Beispiel in den hohen Norden, nach Finnland oder auch nach Schweden. Oder andere gehen in den Süden, nach Spanien oder Italien. Wir haben uns in Frankreich einmal umgesehen und geschaut, wie Erasmus in Marseille ist. Während eines Auslandssemesters kann man neue Kulturen, Sitten und Menschen kennenlernen. Wenn man Marseille als Ziel wählt, bekommt man auch noch Sonne und Meer dazu. Auch Philipp Riermeier möchte am Mittelmeer neue Perspektiven entdecken. Ich bin in Marseille hauptsächlich, weil ich 9 Jahre lang oder 8 Jahre lang Französisch gelernt habe in der Schule und im Endeffekt kein Wort sprechen kann, und deswegen wollte ich einfach meine Französischkenntnisse nochmal in der Hinsicht aufbessern, dass ich es vielleicht sprechen kann nach dem Aufenthalt. Das ist ein Grund. Zum anderen wollte ich am Ende meines Studiums in Saarbrücken einfach nochmal ins Ausland gehen, dass ich das nochmal mitnehmen konnte. Seit September ist er in Frankreichs zweitgrößter Stadt. Der BWL-Student hat ein Erasmus-Stipendium für die Euromed Marseille erhalten. Sie gehört zu den besten Wirtschaftsschulen Frankreichs. Die Schule ist sehr klein im Vergleich zu den Universitäten, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Aber für französische Verhältnisse sehr gut organisiert, ist mir jedenfalls zunächst aufgefallen. Und gut, das System ist ein ganz anderes wie bei uns auf der Universität Saarbrücken. Man hat viel kleinere Klassen, oder man hat generell Klassen. Man hat keine Vorlesungen mit, keine Ahnung, wie viel hunderten Leuten. Und deswegen ist auch die Beziehung zum Professor irgendwie mehr da, der kennt einen beim Namen etc. Rund 2000 Studenten lernen hier für ihr Diplom. Während den Gruppenarbeiten, in den Vorlesungen und mit der richtigen Einstellung zur französischen Kultur bekommt man schnell Kontakt zu anderen Studenten. Also der größte Unterschied zwischen unserer Universität und der Euromed ist wahrscheinlich, also zum einen, dass sie natürlich ein Heidengeld zahlen müssen, um hier zu studieren, im Gegensatz zu uns. Aber der Hauptunterschied ist wohl, dass die Lehrmethoden sehr viel praxisorientierter sind. Nämlich, es gibt viele Profs, die auch wirklich aus der Wirtschaft kommen und die sehr viel Erfahrung haben, auch was das aktuelle Geschehen angeht. Und es wird sehr viel in Gruppenarbeiten gemacht und mit Case Studies. Und diese Case Studies haben meistens mit irgendwelchen aktuellen Geschehnissen aus der Wirtschaft zu tun. Und dieses Praxisorientierte, das finde ich schon sehr gut eigentlich. Marseille an sich, die Stadt, war meine zweite Wahl eigentlich. Ich wollte zuerst nach Paris. Aber mittlerweile bin ich sehr zufrieden in Marseille. Die Stadt ist auch sehr schön. Ist nicht so, wie alle sagen, dreckig. Gut, es ist dreckig, aber es ist trotzdem schön. Also kann man nichts dagegen sagen. Dennoch hört man verstärkt kritische Stimmen über die Effektivität von Austauschprogrammen. Fast 25.000 deutsche Studenten zieht es mittlerweile jährlich für einen Studienaufenthalt per EU-Stipendium ins Ausland. Doch nicht alle haben etwas von ihrer Reise. Kritisiert wird vor allem, dass Studenten nur noch wenig mit der Kultur des Gastlandes zu tun haben und stattdessen in einer eigenen Erasmus-Parallelkultur mit anderen Landsleuten unterwegs sind. Oft wird dabei natürlich nicht die Sprache des Gastlandes, sondern Englisch gesprochen. Dennoch bringt ein Auslandssemester viele Erfahrungen, die Studenten sonst nicht gemacht haben. Gerade deshalb ist es ratsam, sich die Ziele und Wünsche bei einem Aufenthalt immer wieder klar zu machen. Das ist also die Situation in Frankreich. Die Saarbrücker Erasmus-Studenten bleiben noch bis Ende Dezember oder bis Mai im Ausland und können dort ihre Erfahrungen sammeln. Viele haben aber schon diese Erfahrung gesammelt und sind zurück und können entsprechende Geschichten erzählen. Andere wiederum planen ihren Auslandsaufenthalt. Wir haben euch dazu einmal auf dem Campus befragt. Warst du schon mal im Ausland? Nein. Möchtest du gerne ein Auslandssemester machen? Ja, auf jeden Fall. Und wo soll es dann gerne hingehen? Am besten nach Australien. Warum gerade Australien?
weil ich mittlerweile Freunde in Australien gefunden habe und die gerne besuchen würde. Und wo soll es dann hingehen? Nach Shanghai. Warum ausgerechnet nach Shanghai? Weil ich letztes Jahr angefangen habe, Chinesisch hier zu lernen und ein großes Interesse auch habe, wegen der Wirtschaft in Shanghai ein Auslandssemester zu machen. Und hast du dich da schon informiert, wie das Ganze ablaufen wird? Informiert habe ich mich noch nicht, werde ich allerdings innerhalb der nächsten Woche noch tun. Und wo wirst du da hingehen? Ich werde mich zuerst am Lehrstuhl informieren und dann beim DAAD. Alles klar, vielen Dank. Habt ihr vor, mal ins Ausland zu gehen und da zu studieren? Wir müssen ins Ausland. Ja, aber jetzt nicht unbedingt, um zu studieren. Nee, möchte ich nicht. Nee, muss nicht sein. Okay, und was studiert ihr? Warum müsst ihr ins Ausland? Englisch. Wir studieren Englisch auf Lehramt. Und da müssen wir quasi mindestens 3 Monate in einem englischsprachigen Land verbringen. Also nur verbringen, nicht studieren, sondern ihr könnt... Und also ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt. Ich will mir das hier erstmal alles angucken und schauen, was passiert. Vielleicht kommt es noch. Also ich bin dafür offen, ja, aber geplant habe ich es nicht. Ja, ich war für 2 Semester in Italien, in Bari, als Erasmus-Studentin. Als Erasmus-Studentin? Und wie bist du da klargekommen? War das gut organisiert? Das war nicht gut organisiert, aber ich konnte die Sprache schon und deswegen habe ich mich halt selbst durchschlagen können. Und was erhoffst du dir von einem Auslandssemester? Tja, also auf jeden Fall bessere Sprachkenntnisse. Also das ist primär der Grund, warum ich es mache. Also die Sprache, die ich erlernt habe in der Schule, so zu sprechen, wie die Landsleute sie sprechen oder es zumindest so zu versuchen. Und was hat dir das Auslandsstudium gebracht? Mein Berufspraktikum und ja, Auslandssemester für Englisch und sehr viele Lebenserfahrungen. Letzte Woche hatten wir ja für euch über den großen Kaffeetest hier über den Campus geführt und der Gewinner war das Café der katholischen Hochschulgemeinde. Dort war der Kaffee wirklich sehr gut, die Bedienungen waren freundlich und es gab sogar noch ein extra Täfelchen Schokolade zum Kaffee. Und das alles für 1,30 Euro. Und natürlich muss die beste Bohne auf dem Campus prämiert werden und deshalb haben wir letzte Woche dem KHG-Team die goldene Bohne überreicht. Nachdem wir letzte Woche den besten Kaffee des Campus gekürt haben, wollen wir es uns dieses Mal nicht nehmen lassen, einen entsprechenden Preis zu überreichen. Der Pokal, die goldene Kaffeebohne, wurde feierlich dem KHG übergeben. Für die zahlreichen freiwilligen Helfer ist dies natürlich eine ganz besondere Ehre. Also im Café der katholischen Hochschulgemeinde bieten wir an Kaffee, Tee, Schokoladeriegel. Die Produkte kommen aus fairem Handel und wir beziehen sie über die GEFA. Warum Produkte aus dem fairen Handel im KHG-Café? Das haben wir uns natürlich auch überlegt. Dies hängt natürlich mit unserem christlichen Welt- und Menschenbild zusammen. Wir leben in einer Welt und haben natürlich Verantwortung für die Menschen, die in benachteiligten Regionen dieser Welt leben. Wir wollen solidarisch sein und haben uns entschieden, Produkte aus dem fairen Handel zu verkaufen. Aber wir haben uns für die ehrenamtliche Arbeit hier entschieden, um somit einen kleinen, bescheidenen Beitrag zu leisten, damit diese Arbeit hier auch fortgeführt wird oder überhaupt ermöglicht wird. Denn der Erlös aus dem Kaffeeverkauf hier in der KHG kommt zu 100% einem oder mehreren sozialen Projekten zugute. Vielleicht trägt die Atmosphäre ihren Teil dazu bei, dass er besonders gut schmeckt. Die freundliche Bedienung. Diese nicht nikotingeschwängerte Luft, ja, das ist ein großer Vorteil hier in der KHG, ja. Ja. Obwohl es gibt keinen Konsumzwang hier, also Sie können sich hier reinsetzen, lesen und lernen und müssen nichts kaufen. Es guckt Sie keiner schräg an, ganz im Gegenteil, wir freuen uns einfach über jeden, der da ist. Also das ist doch hervorragend. Ja? Dann müssen wir noch einen Glaskasten darum bauen, ja? Und wahrscheinlich müssen wir das noch teuer versichern, ja? Dass uns das nicht entsteht. Einen schönen Platz dafür finden, am besten irgendwo hinter dem Spann. Ja, Stefan, heute Mittag hatte ich auch Lust auf einen Kaffee.
Bei der Sendungsvorbereitung ging allerdings so viel Zeit drauf, dass ich mich leider nicht gemütlich in ein Café setzen konnte und dort meinen Cappuccino trinken konnte. Deshalb bin ich schnell ins Europa-Institut geflitzt und habe mir dort einen Kaffee in einem Wegwerfbecher genommen. Und den hättest du wohl jetzt wahrscheinlich weggeworfen. Aber dabei ist dieser Becher bares Geld wert und es gibt Menschen auf dem Campus, die sich darauf spezialisiert haben. Sie sammeln die Becher ein und nutzen den Arbitrage-Effekt. Komplexität und Schwierigkeit von Fachbegriffen nimmt im Zuge der Anglizismusbewegung weiter zu und viele von uns müssen sich tausende Wörter und deren Bedeutung merken. Oft bleibt dabei die praktische Anwendung verborgen und wir fragen uns, wozu all dies gut sein soll. Deshalb schauen wir heute mal, ob wir auch von der Realität lernen können. Dazu sind wir auf dem Campus auf das Beispiel Arbitrage gestoßen. Der Begriff Arbitrage bezeichnet den Kauf eines billigen Instruments an einem Ort und den gleichzeitigen teureren Verkauf dieses Instruments an einem anderen Ort. Optimal ist es für den handelnden Arbitrageur, wenn ihn dieser Prozess keine nennenswerten Ausgaben kostet. Für unser Praxisbeispiel bedeutet dies, man lässt Studenten Kaffee in kleinen Bechern, zum Beispiel am Automaten im Europa-Institut, kaufen und versucht, aus diesen Bechern an anderer Stelle der Universität Geld zu machen. Dazu ist nur etwas Zeitaufwand nötig. Ihr glaubt, diese Arbeit macht sich niemand? Falsch, wie wir in Eigenrecherche herausgefunden haben. Hinter unserem Arbeitstitel Mr. Arbitrage verbirgt sich der fleißigste Bechersammler, den die Welt je gesehen hat. Doch da er nicht als solcher erkannt werden will, ist er äußerst gut gekleidet und bewegt sich sehr unauffällig. Ständig auf der Suche nach leeren Bechern sieht man ihn auf dem gesamten Campus hin und her laufen. Gefundene Becher verschwinden gekonnt in einer unter den Arm geklemmten Zeitung. Doch was macht er damit? Wie wir herausgefunden haben, besteht die Möglichkeit, leere Becher im Gebäude C53 gegen 5 Cent zurückzugeben. Ein Trick dabei ist, die Annahme des Automaten zu blockieren und Studenten dazu zu bringen, ihre Becher in den Papierkorb zu werfen. Später kann der Arbitrageur dann die Becher selbst einsammeln und seinen Gewinn erhöhen. Eine Frage bleibt in diesem Zusammenhang allerdings ungeklärt. Warum schaut dieser Mann die ganze Zeit auf die Uhr? Einen Lösungsansatz liefert das beliebte BWLer-Sprichwort: Zeit ist Geld. Kommen wir nun zu unserer monatlichen Rubrik Zimmerfrei. Auch dieses Mal haben wir wieder eine interessante WG für euch ausfindig gemacht. Das ist eine 10er-WG mitten im Herzen von Saarbrücken, nämlich im Nauwieser Viertel. 10 Leute sollen dort einziehen, der 10. Mann fehlt allerdings noch. Wer Interesse hat, der sollte jetzt genau zuschauen, denn das Besondere an dieser WG ist, man kann dort für lau wohnen, ihr müsst also keine Miete zahlen. Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Haus, vor der kurzen Straße 9 im Nauwieser Viertel. Und in diesem Haus kann man leider noch keine WG-Zimmer anschauen, weil das noch umgebaut wird und erst im nächsten Sommer 2008 eine komplett neue WG-Gruppe von 10 Leuten zwischen 20 und 30 hier einziehen wird. Und das Besondere daran ist, dass unter diesen 10 Leuten auch 5 Leute sind, die sogenannte Behinderungen haben. Und die Leute ohne Behinderung, die werden kostenfrei hier wohnen können und dafür im Alltag ihre Mitbewohner unterstützen. Tja, hallo, ich bin Jenny, 21, studiere Psychologie, wohne ab nächstes Jahr in diesem Haus. Tja, was wir noch suchen, einen Mitbewohner, einen männlichen zwischen 20 und 30, was du machst, ist egal. Hauptsache, du hast Lust, mit uns hier zu wohnen, mit Behinderten zusammen zu wohnen, mit ihnen Spaß zu haben, was eigentlich meine Intention ist, mit ihnen zu lachen, mal wegzugehen. Erfahrung mit Behinderung ist nicht ein Muss. Es ist jetzt nicht, dass du eine pflegerische Tätigkeit da machst, es ist eigentlich wirklich ein normales WG-Leben, was wir wollen. Also dieses Wohnprojekt ist was sehr Neues, was es so im Saarland noch nicht gibt.
das ist ein Projekt vom Miteinander Leben Lernen e.V. Und wir nennen das Wohnen inklusive, weil es darum geht, dass Leute mit Behinderung, also mit sogenanntem Unterstützungs- oder besonderem Unterstützungsbedarf, überall da wohnen und inklusiv sind, wo andere Leute in ihrem Alter auch wohnen, nämlich hier zum Beispiel mitten im Nauwieser Viertel in einer normalen Haus-WG und nicht in einem Wohnheim, in einem stationären Wohnheim irgendwo auf dem Land. Ja, wir werden in der ersten Etage eine große Gemeinschaftsküche und einen großen Gemeinschaftsraum haben, wo wir dann abends zusammensitzen und kochen können. Wir werden im Dachgeschoss noch einen kleinen Gemeinschaftsraum haben mit einer kleinen Küche. Unsere WG oder unser Haus, sag ich mal, besteht aus 10 Zimmern. Also jeder von uns wird ein eigenes Zimmer haben, was so zwischen 15 und 20 Quadratmetern groß ist. Auf jeder Etage wird es noch ein Bad geben und ein großes Bad mit allem, was dazugehört. Das war also zimmerfrei. Wie ich finde, eine sehr gute Sache, dieses Haus, wenn ihr dort euch bewerben wollt. Die Nummer findet ihr auf unserer Homepage im Blog zu dieser Sendung, orga.tv. Kommen wir nun zu unserem Gewinnspiel. Genau, wenn ihr diesen Gutschein von Bock und Salb gewinnen wollt, im Wert von 15 Euro, dann greift jetzt zum Hörer. Die Frage lautet, was sammelt Mr. Arbitrage auf dem Campus? Wenn ihr die Antwort wisst, dann ruft schnell an unter 0681 302 49 42 sind wir erreichbar. Ab jetzt, die Leitungen sind freigeschaltet. 0681 302 49 42. Was sammelt Mr. Arbitrage auf dem Campus? Weitere Quizfragen gibt es jetzt bei Tobias Knapp. Er ist nämlich wieder mit seinem Quizbus unterwegs gewesen und hat euch Löcher in den Bauch gefragt. Und jetzt Quizbus. Was ist denn damit? Wann lebten denn die größten Pferde? Vor 10 Millionen Jahren, vor 1 Million Jahren, heute oder vor 3 Millionen Jahren? Die größten Pferde. Vor 1 Million Jahren. 1 Million Jahre, sagst du. Wie kommst du da drauf? Tja. Was war vor 1 Million Jahren? Irgendwie nur so einen Gedanken. Du bleibst bei B 1 Million? Ja. Noch kannst du dich umentscheiden, bis zum Waldhaus? Ha? Ja. Du bleibst bei 1 Million? Es ist falsch. Und zwar leben die größten Pferde heute. Weil die Antwort falsch ist, gewinnst du auch nichts. Aber dafür darfst du jetzt am Waldhaus aussteigen. Was gibt denn beim Auto der CW-Wert an? A. Den Benzinverbrauch, B. Den Abgasausstoß, die Windschlüpfrigkeit oder die Leistungsschwankungen im Jahresintervall? Soll das jetzt eine deutsche Abkürzung sein? Ich glaube, es ist eine international gültige Abkürzung. Kannst du die... Na klar. Also einmal hatten wir A, der CW-Wert gibt den Benzinverbrauch an. B, der CW-Wert gibt den Abgasausstoß an. C, die Windschlüpfrigkeit. Oder... Wie stark der Wind gegen dem Auto wirkt? So Aerodynamik. Ja. Und das letzte? Das letzte war die Leistungsschwankungen des Autos im Jahresintervall. Ich glaube, es könnte das dritte sein. Also die Aerodynamik, Windschlüpfigkeit? Ja. Antwort C? Ja. Einloggen? Ein was? Einloggen, nehmen wir die. Bleibst du dabei? Ja. Gut. Und das ist auch richtig. Das heißt, du hast deine erste Spur. Wie nennt man die Verschmelzung zweier Atomkerne? In die Fusion. Fusion? Ja. Dann lese ich dir B, C und D auch gar nicht mehr vor. Ja. Und du kriegst noch mehr Schokolade. Welches Tier gibt es wirklich? Den Mantelbär, den Kragenbär, den Hutbär oder den Taschenbär? Weil ihr lieben so wie man wird. Kragenbär, Hutbär, Taschenbär und der erste war? Mantelbär. Mantelbär. Kragenbär, Taschenbär.
Kragenbär? Den Kragenbär gibt's wirklich. Taschenbär vielleicht, wie so ein Känguru? Nee, wenn schon Taschenbär, dann denke ich an die Kleine. Du musst dich entscheiden. Ich weiß. Ich rede nur Mist. Ja, ich weiß. Mantelbär, Taschenbär. Keine Ahnung. Also dann gut, ich werde dann dich geben, Taschenbär. Du sagst D, der Taschenbär. Ja, ich sage, du weißt, dass du deine Schokolade wieder abgeben musst, wenn du das weiß ich nicht. So ist das. Wieso hast du nicht gesagt, also, bevor ich dir gesagt habe, dass ich auf die zweite Frage antworten werde? Na gut, ich versuche das. Der Taschenbär. Und wenn ich dir jetzt nochmal alle vorlese, entscheidest du dich dann vielleicht nochmal um? Du kannst das versuchen. A, den Mantelbär, B, den Kragenbär, C, den Hutbär, D, den Taschenbär. Ich sage der Taschenbär. Gib mir die Schokolade zurück. Das war also der Quizbus. Wir haben euch jetzt noch die Auflösung des Gewinnspiels zu präsentieren. Wir haben euch gefragt, was sammelt Mr. Arbitrage auf dem Campus? Die Antwort natürlich Kaffeebecher. Und den 15-Euro-Gutschein von Bock und Salb hat Heiko von Stedt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Heiko. Und vielen lieben Dank von dieser Stelle auch an Bock und Salb, dass sie uns den Gutschein zur Verfügung gestellt haben. Kommen wir nun zu unserer neuen alten Rubrik der Telekolumne Alex Welt. Leider heute ohne Alex. Der ist, ja, so wie ich, krank, aber er liegt flach im Bett. Dafür hat er eine Vertretung geschickt. Anna, die letzte Woche auch schon da war, hat ein paar tolle Tipps. Wir verabschieden uns jetzt schon mal. Viel Spaß noch bei der Telekolumne. Bis nächste Woche, 18.18 Uhr. Tschüss und haltet die Ohren steif. Bei Alex Welt. Alex Welt heißt jetzt Annas Welt, weil ich war letzte Woche so gut, da haben sie den Alex aus dem Programm geholt. Nee, es ist natürlich ein Witz. Der Alex liegt krank im Bett. Und da es ja jetzt so kalt und dunkel draußen ist, bei mir zu Hause liegt schon schön Schnee. Bei den Saarländern dauert das immer ein bisschen, bis der hier rüberkommt, aber ich drücke euch die Daumen. Habe ich mir überlegt, ich gebe euch allen ein Rezept, wie man gut durch den Winter kommt. Ich esse schon mal einen Apfel hier. Und meine Oma hat mir früher immer Calvados mit einer heißen Zitrone, also der Saft einer Zitrone, auspressen, Calvados rein, das Ganze heiß machen und einen Löffel Honig reinrühren, das trinken. Danach schläft man sehr gut und dann, wie gesagt, wenn man wach wird, ist man wieder gesund. Wie alt warst du, als dir das deine Oma zum ersten Mal gegeben hat? Das ist eine gute Frage, wie alt ich da war. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, nicht allzu jung. Da hätte sicher meine Mutter was dagegen gehabt. Fünf? Ja, das kann sein. Aber die ganzen Alkoholexzesse, die sind alle an mir vorübergegangen. Man hat mich, glaube ich, sehr früh abgehärtet, dass ich die Finger davon gelassen habe. Jetzt nur noch Äpfel. Ja, also Alex, deine ganzen Zäpfchen und Tabletten, die helfen nichts. Calvados ist das Richtige. Eine Erkältung. Okay. Hi Tobi, das ist unser Kamerakind. Bin krank und komme heute nicht an die Uni, demnach auch nicht drehen. Vielleicht morgen. Sorry, Gruß. Also ich glaube, er ist wirklich krank, weil das soll, glaube ich, nicht heißen. Das ist nett. Ja. Alex, gute Besserung. Nächste Woche bist du wieder dabei. Hier bei Alex Welt natürlich. Ja. Was soll ich noch sagen? Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu... Ruft Alex an. Ja, dann meldet euch einfach mal. Bei Alex. E-Mails sind willkommen. Tschüss. So. Reicht jetzt schon? Nein. Das war's.
Während der nächsten 10 Minuten erfahren wir, dass Anna ein neues Kaninchen bekommt. Neben Klein Mü und Sir Lancelot alias Fussel gibt es jetzt noch Sammy. Diese Geschichte ist nicht erfunden. Aber zwischendurch fielen ihr auch wieder wichtige Aspekte ein. Fanpost! Alex! Alex, unser Held! Manchmal. Ich hoffe immer noch, dass er eine Erkältung hat, weil sonst bringen meine ganzen Tipps übrigens. Einpacken ein Dinkelkissen auf die Brust. Besten so 2 Minuten 20 in der Mikrowelle warm gemacht. Auf die Brust gut zudecken, Alex. Und Lindenblütentee dazu. Dann bist du auch wieder schon gesund nächste Woche. Ja. So. Thank you.